Am und im Vereinshaus auf dem Kirchplatz in Waldenburg wurde es am ersten Adventswochenende weihnachtlich gemütlich. Dafür sorgte unter anderem das Team der Modellbahnwelt. Seit 20 Jahren machen wir hier Modellbahnausstellungen. Das ist eigentlich immer das Highlight vom ganzen Jahr, was wir hier veranstalten. Sie befinden sich hier im ehemaligen Schulgebäude. Das wurde 2003 stillgelegt. Wir kamen damals mit der Idee von Spielzeugmuseum zu einem günstigen Zeitpunkt, ja, sodass wir auch das Gebäude erhalten konnten. Die Themen von der Modellbahnwelt Waldenburg sind einfach Altes von hüben und drüben, also was gleichzeitig in Westdeutschland und in Ostdeutschland produziert worden ist. Dann haben wir die Schul-AG im Raum vom Ganztagsangebot. Da haben wir Amerika gebaut, über 32 Quadratmeter. Im Raum 3 sehen Sie dann halt noch einmal die ostdeutsche Geschichte, was Modellbahnbau betrifft. Die Papphäuser von Auhagen und Pico, Schicht und Co. Und im Raum 4 sind dann halt die Regierungszüge. Und da haben wir ein bisschen eine Mischbauweise gemacht, also mit älteren Sachen und mit neueren. Modellbahnwelt, die passende Bezeichnung. Das Team dahinter? Ja, das sind alles würde ich mal sagen, Freunde von den Modellbahnanlagen, die hier betreut werden. Also die betreuen sie mit. Und das ist eine freiwillige Geschichte. Für die viel Zeit investiert wird. Naja, das ganze Jahr haben wir, wie gesagt, im Raum vom Ganztagsangebot betreuen wir ja die Schüler freitags. Ja, und nachmittags kann dann auch jeder kommen, wer da noch lustig ist. Ist zwangfrei. Wer da ist, ist da. Und wer nicht kommt, da braucht man nicht wieder zu gehen, sage ich halt mal. So, wie gesagt, übers Jahr über machen wir Wartungen oder bauen an den Anlagen an verschiedenen. Es gibt ja immer was zu basteln. Jeder hat mal eine andere Idee, wie zum Beispiel hier. Das ist erst dieses Jahr entstanden, hat uns Neige nicht gefallen. Ja, das ist dann zum Beispiel von ein paar Kollegen hier umgestrickt worden, die ganze Geschichte. Sieht ja ganz nett aus und so kommt das eine immer und zum anderen. Ist kein Plan dahinter. Wir sehen irgendwo eine Ecke, die uns nicht gefällt und da könnte man noch was machen. Das sind solche Ideen, die wachsen. Also das ist auch kein Zwang dahinter. Ideen wurden eine Menge auf den Anlagen umgesetzt. Auf der Amerika-Anlage zum Beispiel kann man Sachen in Augenschein nehmen, die man nicht überall zu sehen bekommt. Statt einer Drehscheibe gibt es eine Schiebebühne. Lustig ist der Friedhof, auf dem es in der Dunkelheit spukt. Beste Unterhaltung, mit der man für die Freizeitbeschäftigung Modellbahnbau Interesse wecken kann. Wir haben also jedes Jahr die 5. Klassen zu Besuch, ne, von der Europäischen Oberschule. Daraus kristallisieren sich immer so 2, 3, 4, 5 Mann, die dann doch dieser AG beiwohnen wollen. Weil es ist ja halt so, die größeren Schüler nach der 10. Klasse, die verlassen uns hier, weil die alle nicht ortsansässig sind. Und da ist eben halt immer ein Umlauf da. Manche kommen ja wieder, ne, wie zum Beispiel im Raum 2 Johann oder in der 3 Hendrik, die dann eben halt im Berufsleben stehen und der Sache dann eben halt schon seit über 15 Jahren dabei sind. Für die, die neu dabei sind. Das Größte ist natürlich das Fahren. Ja. Aber es ist ja nun nicht alles. Wir müssen ja erstmal anfangen, was zu bauen, bevor wir fahren. Aber das haben wir schon so eingeteilt, dass wir dann auch so zum Ende hin der Veranstaltung oder des Tages dann auch mal in Fahrbetrieb gehen. Die Spuren, auf denen die Bahnen fahren. Wir haben hier die Spur 0 im Hintergrund. Das ist eine Anlage, die ist ungefähr so an die 90 Jahre alt. Ja, die stammt eben halt aus Familienbesitz von den Urgroßeltern. Ansonsten fahren wir eben weit verbreitet Spur H0. Im Raum 2 in Amerika wird digital gesteuert mit einem Rechnersystem. Wobei diese trotzdem noch analog gefahren wird, aber Rechner gestützt, sagen wir es mal so. Alles andere ist analog. Neben dem ersten Adventswochenende gibt es für Gäste noch andere Möglichkeiten, sich die Anlagen anzuschauen. Sie finden uns auf der Stadtseite von Waldenburg. Wir haben zum Beispiel die Zeitsprungtage, nehmen wir mit. In den Schulferien, in den Winterferien haben wir mal einen Vorbetrieb. Ja, und jetzt zum Jahresende nochmal, zum Beispiel am 29.12. Da fahren wir auch nochmal von 10 bis 16 Uhr. Am lebendigen Adventskalender der Stadt Waldenburg nehmen wir auch mit teil. Das ist am 22. Dezember. Und da bieten wir einen Lokführerschein an. Ja, also da können sich junge Leute, die daran teilnehmen wollen, können hier einen Lokführerschein erwerben. Das ist bestimmt ein Mords Gaudi. Und dann haben wir auch noch ein Bilderrätsel. Und wie gesagt, dann können wir halt, wer da was gibt, gibt es einen tollen Preis für. Was die Zukunft der Modellbahnwelt in Waldenburg angeht. Der Plan ist eigentlich, dass wir hier alles überleben, die ganze Geschichte, und dass wir aufs 20-Jährige nächstes Jahr im Oktober zugehen. Da werden wir natürlich wieder ein paar Highlights schaffen auf den Anlagen, aber das verraten wir natürlich nicht. Man darf also gespannt sein auf die Modellbahnwelt 2025.